würde gerne noch vielleicht ein Fassungsvideo mitmachen. Und also kommen Sie zu uns, nehmen Sie Platz. Wir haben viele prominente Gäste und es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein, denn die ersten Liter werden natürlich hier an die Anwesenden verteilt. Barenbräu, dein Herz erfreut, das ist in diesem Jahr wieder das Motto des Müller Oktoberfestes. Und Sie haben die Gelegenheit, gleich nach dem Fassanstich dann das wunderbare Barenbräu auch zu verkosten. Also kommen Sie zu uns. Suchen Sie sich die Plätze in der ersten Reihe. In wenigen Augenblicken geht es los. Ich freue mich ganz besonders, dass in diesem Jahr die unabhängige und familiär oder familiengeführte Privatbrauerei Ernst Darre aus Lübbecke der Hauptakteur ist. Was wäre das Müller Oktoberfest ohne Darrebräu, ein Garant für das Festbier und natürlich auch ganz maßgeblich für die Stimmung hier verantwortlich. Darrebräu, dein Herzerfolg, wer kennt diesen Slogan nicht? Und aus diesem Grunde freue ich mich auch ganz besonders, dass heute zum 30-jährigen Jubiläum von der Brauerei Barre Christoph Barre persönlich da ist. Begrüßen Sie mit einem ganz herzlichen Applaus Herrn Christoph Barre. Viele von Ihnen wissen es vermutlich nicht und deswegen möchte ich das auch nochmal ganz deutlich sagen. Christoph Barre ist Gründungsmitglied der freien Brauereien, der freien Brauer. Das sind 40 Privatbrauereien aus Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Und Herr Barre ist dort aktuell der Präsident. Und Sie werden auch gleich in den Genuss kommen, nach unserem Anstich hier das wunderbare Barre zu verkosten. Wir haben aber noch mehr Gäste hier bei unserer offiziellen Eröffnung und beim Fassbieranstich. Ganz viele Prominente sind dabei. Einige werde ich Ihnen gleich noch persönlich vorstellen, die natürlich auch begrüßen werden hier von hier oben aus. Ich sehe aber unter anderem Dieter Wölker, langjähriger Vorsitzender der Werbegemeinschaft Löhne. Mit dabei sind auch die Abordnungen der Löhner Partnerstädte aus Spittal und aus Röbel. Ebenso mit dabei für den Kirmesbetrieb draußen auf dem Festplatz zuständig Herr Alfred Küchenmeister. Herzlich willkommen, Alfred Küchenmeister, der dafür sorgt, dass Sie im Genuss haben, auch die eine oder andere Karussellrunde drehen können. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das 30. Löhner Oktoberfest, eine ganz besondere Veranstaltung. Heute Nachmittag hat die Eichstadt hier schon eingeheizt, das geht heute Abend dann gleich weiter. Ein herzliches Willkommen an Peter Schütte. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Untermund. Ganz herzlichen Dank für Sie, für Ihr Kommen. Ohne Sie wären 30 Jahre Oktoberfest in Nürnberg gar nicht möglich gewesen. An dieser Stelle auch ein Dankeschön von meiner Seite natürlich an den Veranstalter, an den Kirmesbetreiber, Herrn Küchenmeister, an die Crew von allen, die dazu beteiligt sind, hier ein solches Fest zu arrangieren. Insbesondere auch an M&S, die es immer verstanden haben, mit Eichzeit eine hervorragende Veranstaltung zu bringen. Skepsis war geboten, Herr Heidkamp nahm die Initiative in seiner ureigensten Art und ich glaube, wir dürfen heute noch ein riesiges Dankeschön an den damaligen Begründer des ersten Löhner Oktoberfest, Herrn Heidkamp, und einen Riesenapplaus heute seinen Nachfolger, seinen Sohn, der das 30 Jahre lang fortgeführt hat. Ein Applaus für Heidkamp und seine Töchter. Peter Schütte, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Löhne. Und haben Sie schon Durst hier? Ja!
Sie müssen noch ein bisschen warten, weil wir haben natürlich auch noch den Veranstalter, der Sie ganz herzlich willkommen heißen möchte. Und da begrüßen wir Herrn Heidkamp. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will Sie gleich beruhigen. Ich habe nicht vor, Sie über Gebühr lange vom Fachanstieg abzuhalten. Herr Schüller hat es zum Teil eben angesprochen und ist ein bisschen in die Historie gegangen. Es war in der Tat so, als damals der Gedanke aufkam, hier in Löhne ein größeres Stadtfest zu organisieren, kombiniert mit einer Gewerbeschau, da hat es durchaus namhafte Stimmen von außerhalb gegeben. Das Konzept ist ja nicht schlecht, aber doch nicht in Löhne. So, ich denke, das hat damals auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt und wir haben dann das daraus gemacht, was es heute ist. Eines der größten Veranstaltungen hier in der Region und nicht ohne Stolz können wir darauf verweisen, dass mittlerweile die Gewerbeschau des Löhner Oktoberfestes die flächenmäßig größte jährliche Gewerbeschau im Kreis Herford und im Kreis Minden-Lübeck ist. Die größte jährliche Veranstaltung. Darauf sind wir natürlich ein bisschen stolz. Naturgemäß ist es so, dass dann jetzt hier der Veranstalter steht und nimmt möglicherweise die mehr oder weniger gut gemeinten Ovationen entgegen. Aber all das geht nicht ohne ganz viel gute und wichtige Partner. Von Anfang an ist es so gewesen, dass unter anderem die Brauerei Barre vom ersten Tag an, ich sag jetzt mal, zur Stange gehalten hat, gesagt, jawohl, das wird insgesamt unterstützt. Es hat dann darüber hinaus ja die Unterstützung aus der Werbegemeinschaft gegeben. Ganz viele Stammaussteller, und wir können da wirklich von einem recht stabilen Stamm an Ausstellern und Kunden, Beteiligten sprechen, die jedes Jahr dabei sind und ohne die im Grunde solch eine Veranstaltung kaum vorstellbar ist. Partner sind in diesem Zusammenhang auch ganz wichtig, diejenigen, die hier dieses Veranstaltungszelt betreiben, MOS-Veranstaltungen. Das habe ich früher dann auch schon mal selber gemacht über lange Jahre, aber ich muss also neidlos anerkennen, die können es bedeuten besser als ich. Und deshalb wünsche ich mir, dass diese Partnerschaft auch weiter so bleibt. Dankeschön, Guido Heidkamp. Und ich bin sicher, viele der Stufen werden in den nächsten 30 Jahren an. Ja? Wäre das in Ordnung? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es soll soweit sein. Dazu brauchen wir natürlich Ihren Bürgermeister, Heinz-Dieter Held. Und er wird als nächstes jetzt zu mir auf die Bühne kommen. Eine Frage an Christoph Barre. Haben wir hier das Fest hier drin oder das klassische Barre-Boll? Was erwartet uns hier gleich? Das Fest hier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden also gleich das Barre-Fest hier probieren. Der Bürgerschaft in der Geschäftswelt. Und das wird sicherlich auch hier der guten Zusammenarbeit zwischen der Werbegemeinschaft jahrelang, und der Name ist eben aufgefallen, unter der Leitung von Dieter Böker. Ich wünsche Ihnen natürlich allen hier auf dem Oktoberfest sehr viel Spaß, sehr viel Freude bei den Veranstaltungen, beim Rundgang durch die Zelte, und ich wünsche natürlich auch allen, die hier tätig sind, die gewerblich tätig sind, viel Erfolg, insbesondere geschäftliche Erfolge, damit sich auch der Besuch für alle, die hier tätig sind, lohnt. Vielen Dank, Herr Held. Ich nehme das Mikrofon und verstecke mich mal hier, wenn es gleich nass werden soll. Ja, Herr Held, Sie haben natürlich die Gelegenheit, mit einem einzigen Schlag jetzt alles wegzumachen. Das wunderbare Barre kann da in Strömen fließen und dann sind alle wieder versöhnt. So, Achtung, auf die Plätze. Fertig, das Barre-Fest erwartet. Los, und wir zählen. Er holt auf. Ja, es gibt noch die Technik hier. Eins, ja! Wie wollen Sie denn das noch toppen im nächsten Jahr? Also, das ist ja wohl gigantisch. Hört Applaus. Herr Barre, ist das ein Profi oder wie ist das? Ja genau, für den Mayburg-Anstieg, da wird sich schon gleich engagiert, Herr Held, also
besser kann es ja gar nicht sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen Sie zu uns. Das Barrelfest hier fließt hier in Strömen mit den ersten Gläsern, werden auch Sie in den Genuss kommen. Und das ist wirklich nicht zu toppen im nächsten Jahr. Da können Sie nur noch bei dieser Schlagzeile bleiben im nächsten Jahr. Der Himmel ist ganz fantastisch. Sie haben 2 Wochen lang geübt, da auch. Liebe und verteilt persönlich das Barrelfest hier an die Besucher des Lüner Oktoberfestes.